Wir sind also hier im Laurenhardy-Museum in Walderkotten. Das Museum gibt es seit dem Jahre 2003. Vorher hatten wir allerdings schon ein anderes Museum, seit 1990. Wir kümmern uns also schon sehr, sehr lange um Sten Olli. Und 2003 konnten wir das hier nach einer zweijährigen Schließung erneut eröffnen. Unsere liebe Freundin Jean Darling, ein Stummfilmstar aus der Serie Die kleinen Strolche, hat das damals hier unter großem Aufwand der Medien eröffnet. Und seitdem sind wir also jetzt schon 14 Jahre hier drin. Und das Wichtigste für unsere Besucher vielleicht ist, dass wir hier auch die Originalfilme der beiden vorführen können. Die beiden haben ja ungefähr 30 Stummfilme gedreht, danach circa 30, 40 kurze Tonfilme und dann danach auch noch längere Spielfilme. Also dieses Filmangebot von den beiden. Die haben 106 Filme gedreht. Ja, man muss natürlich, wenn man sich für Laurenhardy interessiert, ein bisschen Faible haben, auch für Humor und vor allen Dingen für die Filmkomik. Habe ich ihr also so die Grundzüge der Komik ein bisschen beigebracht. Ja, Moment, ich muss das ja erst den Herrschaften erklären. Ja, oder nicht? Also ein bisschen Grundzüge der Komik beigebracht, nicht wahr? Ja, ist aber auch ungeduldig. Ja, ist immer so ungeduldig. Ja. Ich habe ein bisschen was erzählt von wegen. Ja, also ist es denn los hier zum Donnerwetter? Was ist denn los? Du stehst auf meinem Fuß! Nun, die Filme von Stan Olli waren natürlich zu Beginn Stummfilme. Die haben ihren ersten gemeinsamen Film 1926 gedreht. Im Stummfilm hatte man natürlich den Vorteil, weil man keine Rücksicht auf den Ton nehmen musste, dass man in eine Kamera schnappte und zu seinem Kumpan sagte, komm, jetzt machen wir mal irgendwo einen schönen Ausflug, vielleicht haben wir ein paar Ideen für den nächsten Film. Und da die beiden praktisch dermaßen viele Ideen hatten, klappte das auch immer. Zum Beispiel haben sie mal einen Film gedreht auf dem Golfplatz. Der Olli, der war ja also ein ganz hervorragender Golfspieler. Und die beiden haben dann dieses Hobby mal auf dem großen Golfplatz zu einem Film verwurstet, kann man sagen. Wo natürlich alles schief geht, wo der Olli hinterher in einem Sumpfloch landet, wie in seinen vielen Filmen. Und das war also gerade das Prä dieser Stummfilme, dass man Ideen hatte und die auch verwirklichte. Und auch im letzten Moment noch sagen, komm, jetzt habe ich noch eine viel bessere Idee und dann machen wir das. Und das ist in vielen dieser Stummfilme sehr, sehr genau zu sehen. Und irgendwann kam man jemand auf die Idee, lass mal doch mal einen Club der Laurenhardy-Freunde machen. Der weltweit agierende Laurenhardy-Club, The Sons of the Desert, die Wüstensöhne, hat sich nach dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 1933 genannt, in dem die beiden Mitglieder einer Loge sind, in einem Herrenclub in den USA und von ihrem Oberchef da dringend angehalten werden, zum Jahrestreffen der Wüstensöhne zu kommen. Ihre Ehefrauen haben natürlich das deutlich was gegen, aber irgendwie gelingt es ihnen doch, den beiden Damen zu entfleuchen und zum Jahrestreffen zu gehen. Und diesem Film angemessen tragen dann die Wüstensöhne natürlich auch immer die Fäze, wie im Film auch, wie ich jetzt hier auch. Und von jeder Convention, an der wir dann teilnehmen, von jedem Clubtreffen, gibt es dann solche Buttons oder Pins, und so ja solche kleinen Dinger, das als Nachweis, dass also man, wie das dem Film entsprechend gewünscht wird, man auch an dem Jahrestreffen teilgenommen hat.